activation complete. Verify ready to resume count and go for launch. OTC. OTC is go. TBC. Tank and booster go. TTC. TTC is go. TLS is go for maintenance and start. Hey, Mr. Patrol, we are ready for takeoff. In 3, 2, 1. Kleiner Schritt für einen Gamer. Ein großer Schritt für die Gameswelt. Weg aus dem Weg! Ich muss zur Gamescom Opening Light Live 2019! Das ist die Show! Da gibt's immer 2010 Weltpremieren! Hallo! Ja, also zumindest in der Theorie eine feine Sache. Die Praxis sah am Montagabend vor Eröffnung der Messe dann aber nicht ganz so spektakulär aus. Unter dem braven Beifall der Saalgäste stellte Game Awards-Guru Geoff Keighley Entwicklern harmlose Fragen und moderierte im Schweinsgalopp eine Ankündigung nach der anderen weg. Und die waren dann trotz pompösem World Premiere Tamtam eben oft gar nicht mal so dolle. World Premiere. Ein neuer Trailer mit einem bereits bekannten Drachenvieh aus Monster Hunter World Iceborne. World Premiere. Neue Spielszenen vom Witcher 3 Port für die Switch. World Premiere. Neue Infos zum Volta-Modus in FIFA 20. Okay, wollen wir mal nicht zu überkritisch sein. Ein paar coole Enthüllungen gab's dann ja doch noch. Bei Bandai Namco zum Beispiel. Die werkeln gerade am zweiten Teil des skurrilen Albtraumabenteuers Little Nightmares. Oder Humankind von den Endless Space-Machern. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem die Schicksale von 60 historischen Kulturen gelenkt werden. Quasi der Großangriff auf Civilization. Angehende Raketenwissenschaftler freuen sich Anfang 2020 auf den Release von Kerbal Space Program 2. Dann auch mit Mehrspielermodus. Und kennt ihr das noch? THQ Nordic buddelt mal so richtig tief im Lizenzfriedhof und haucht der angegammelten Hubschrauber-Simulation Comanche neues Leben ein. Der Reboot setzt auf realitätsnahe Steuerung und lunzt mit Multiplayer-Ansatz Richtung E-Sports. Besonders spannend, der Wechsel zwischen Helikopter- und Drohnenkontrolle, der kompetitiven Luftschlacht eine besondere taktische Würze verleiht. Zum bereits im Vorfeld geleakten Need for Speed Heat gab's erste Gameplay-Szenen zu sehen, dazu aber später mehr. Gleiches gilt für Predator Hunting Grounds. Das dürfen wir euch wegen eines blöden Embargos aber sogar erst in der nächsten Sendung zeigen. Zurück zur Gamescom Opening Night. Unterm Strich ist's eine gute Sache, dass die größte Spielemesse der Welt eine angemessene Eröffnungsgala bekommt. Besonders dann, wenn die einzelnen Hersteller auf eigene Pressekonferenzen verzichten. Fürs nächste Jahr dürfen's dann aber gerne ein paar mehr echte Weltpremieren und auch eine Prise mehr Spektakel sein. So richtig emotional wurde's im Saal nämlich eigentlich nur ganz am Ende, als Hideo Kojima himself neue Szenen aus Death Stranding zeigte. Aber wisst ihr was? Die gucke ich mir jetzt nochmal persönlich an. Mein lieber Markus, auf geht's! Läuft? Okay. Also Autogramm kriegst du aber nur gegen Anmoderation. Okay. Wir sehen jetzt Hideo Kojima vielleicht und Death Stranding. Jetzt mach mal was, so wie das bei Game Tour auch immer läuft. Boah. Okay. Jetzt haben wir gerade die neueste Präsentation zu Death Stranding gesehen unter Federführung von Hideo Kojima himself. Der war nämlich vorne und hat ein paar Worte gesagt. Er saß sogar direkt vor mir. Ich habe ihn fast spüren können. Du hast quasi seine Abluft eingeatmet. Ja, ja, das ist schon aufregend gewesen auf jeden Fall. Ja, das war schon ganz aufregend, aber wirklich viel schlauer sind wir auch nicht. Er hat ein paar warme Worte gegeben und dann haben wir Gameplay gesehen, die Sachen, die man eben schon seit dem Montag kennt und eine neue Briefing-Sequenz. Aber die Fragezeichen sind nach wie vor stark. Ja, worum geht's? Also keine Ahnung. Wir wissen jetzt, welche Rolle das Baby spielt. Anscheinend kann das Baby, was
noch irgendwie mit seiner toten Mutter verbunden ist. Deswegen kann es Tote spüren, da im Reich der Toten. Das ist verbunden mit dem Elektroarm. Und deswegen können sie, ich glaube, sogar erst dahin reisen. Genau. Und wir wissen außerdem, dass es irgendwie in einem Vereinigten Staaten-Szenario spielt, in dem dieses Death Stranding stattgefunden hat, ja. In dem es augenscheinlich auch verschiedene Fraktionen gibt, so etwas wie die Staaten, also wie eine Regierung, die versuchen wieder mit einer eigenen Agenda die Vereinigten Staaten zusammen aufzubauen. Aber es sind natürlich jetzt die United Cities of America. Und dann gibt es aber auch irgendwelche vermeintlich bösen Separatisten, die ihre eigene Agenda an der Westküste vollführen. Dazwischen irgendwelche Leute, die individuell bleiben wollen. Also weiß man wieder alles so nicht ganz genau. Ja, und Norman Reedus zieht halt los, um die Welt zu verbinden, anscheinend. Ja, indem er Pakete ausliefert. Und das ist aber gleichzeitig wohl auch das Kernelement, was gleichzeitig eine Multiplayer-Komponente ist. Aber wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wie Multiplayer überhaupt funktioniert, aber es hat stark was mit dieser Verbindung zu tun. Das ist die Hauptaufgabe des Spielers, aber ich habe ein bisschen Bedenken, was eben dieses andere Element angeht, also das Spiel überhaupt, das Gameplay. Ich finde nämlich, das sieht nicht so spannend aus. Wir sehen, er läuft viel rum, er hat eine Leiter, die unendlich lang ist. Er kann jetzt auch pinkeln, haben wir gesehen, und da wachsen Fliegenpilze raus. Also, es ist immer noch so auf der Hype-Skala irgendwie so im guten Bereich, aber ja, Skepsis mischt sich rein. Also gehypt bin ich auf jeden Fall noch sehr. Ich habe nur Angst, dass das Gameplay wirklich, dass das keinen Spaß macht, das Spiel. Dass es alles sehr spannend ist und man will einfach immer vorankommen und mehr wissen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es keinen Spaß macht. Ja, ich teile die Angst, mal gucken, ob die Kollegen die Angst auch teilen. Nee, weiß ich auch nicht, weiß glaube ich auch keiner, oder? Nö, keine Ahnung. Aber zum Glück hat Sony ja noch ganz schön viel mehr zu bieten, was wir uns heute anschauen können. Lass einfach mal losgehen, oder? Riesig laut hier, riesen viele Menschen. Kannst du überall, kannst du hier Sachen anzocken. Control könnte ich spielen. Gut, aber es kommt in 2 Wochen schon raus und wir haben den Bericht dann schon in der Sendung. Das ist Iron Man VR. Ja, das hat Colin in New York schon gespielt und Neues gibt es dazu leider auch nicht zu sehen. Ich könnte endlich Final Fantasy zocken. Aber das haben Markus und Sebastian sich schon geschnappt und zeigen es euch nachher in einem Extra-Beitrag. Bei Sony ist richtig was los. Hier ist schon mal der Kicker, da war die Schlange eben noch richtig krass lang, weil der ist super krass. Steht immer in PlayStation drauf. Die Kids rasten aus. Medieval ist so ein Remake-Shit, keine Ahnung, braucht keine Sau. Deswegen könnte ich das jetzt spielen, aber mache ich nicht. Und man sieht hier PlayStation-Controller, die gibt es ja auch nicht aller Tage. Aber hier mit schönen Farben, ne? Das ist super. Wie ist es auf dem PlayStation-Showfloor so zu arbeiten? Cool. Ja, richtig, super cool. Ja. Und ich glaube, das war's. Sonst gibt's ja eigentlich nichts. Ja, tschüss. Das war unser kleiner Rundlauf, war nicht so richtig viel dabei, bis auf eine Sache, und zwar Dreams. Ja. Geiles Ding, oder? Wir haben Dreams jetzt gerade noch gefunden und wollen uns das dringend anschauen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach los. Genau, und wir haben sogar ein Interview, voll cool. Ja. Das Kurzfazit vorweg, Dreams ist einfach nur krass. Wir hätten längst in die Early Access Version reinlunzen sollen, die ja seit April online ist. Ganz grob wusste man natürlich, was es ist. Aber nach der Präsentation dachten wir einfach nur: Oh my God! Dreams ist Videospielception. Ein Videospiel, in dem man vollwertige Videospiele bauen kann, die wiederum andere Videospieler Videospielen können. Und egal, ob ihr dafür an Figuren, Welten, Cinematics, Animationen oder Musik schraubt, Dreams ist kein simpler Kinderbaukasten. Die gestalterischen Möglichkeiten sind scheinbar fast unendlich. Jetzt fragt ihr euch sicher: Wie groß ist unendlich? Wie weit muss ich gehen? Antwort: Jeder so weit, wie er will. Ihr könnt vorgefertigte Figuren in euren Levels platzieren oder sie bis ins kleinste Detail animieren, modellieren und vertonen. Und ihr könnt fast jedes Genre bedienen. Vom modernen Third-Person-Sci-Fi-Spiel bis hin zum 2D-Plattformer. Oh my God, this is really ambitious. Yeah, and having it in early access, where now we're taking feedback from the community and people are, you know, helping us prioritize a like giant list of things that we'd like to keep adding to Dreams. Tja, und besagte Online-Community hat auch schon einen Riesenhaufen Spiele produziert. Einige davon ambitioniert und hübsch, andere davon erschreckend hirnverbrannt. Doch genau darum geht's den Entwicklern sogar. Everyone's a photographer now, aren't they? And they can take amazing photographs too. So, yes, absolutely. It's very much about empowering people to have a go and
not worry about whether you actually think you're good enough or not. Natürlich haben wir es noch nicht selber gespielt und es könnte ganz viele fiese Macken haben, von denen wir noch nichts wissen. Aber nach der Präsi haben wir erstmal richtig losdiskutiert. Ist da nicht auch eine kleine Gefahr drin, dass dann plötzlich jeder Honk ein Spielentwickler werden kann, oder wie siehst du das? Ich glaube, das kann dir sehr viel Inspiration bieten und es bietet dir eine einfache Plattform, um deine Visionen zu verwirklichen. Ja, man denkt an die End-90er, als Eurodance die Musikindustrie ruiniert hat, weil jeder den Scheiß programmieren konnte. Wir hoffen, dass es nicht so kommt und sagen Tschüss von Sony. Hey. Tschüss. Wir sind jetzt hier beim Xbox-Stand und das ist wie ein riesengroßer Spielplatz mit ganz vielen Displays, wo man Spiele ausprobieren kann. Ich glaube, wir werden Gears 5 sehen, vielleicht noch mal ein bisschen Bleeding Edge. Da hinten habe ich auch schon irgendwo Battletoads gesehen und wir gucken uns hier einfach mal um, würde ich sagen. Wollen wir Session anzocken, Tim? Das ist doch was für dich, oder? Ich habe eben eine Runde Session gespielt. Das ist ja ein Crowdfunding-finanziertes Skate-Spiel, also eine Skate-Simulation. Und das war sehr simulationslastig. Turns macht man mit den Schultertasten. Das ist sehr ungewohnt, weil ich bin eigentlich gewohnt, mit dem Stick zu lenken. Weil sie wollten mit den Sticks die Füße simulieren. Wenn man dann auf einmal switcht und die Füße haben sich auch gewechselt, dann muss man mit dem linken Stick runterziehen und mit dem rechten hochflicken, um zu springen. Und ey, da geht so viel im Kopf vor, dass ich das sehr schwer fand, irgendwie einfach nur flüssig durchzuskaten. Aber der nette Herr, der mir das erklärt hat, hat auch gesagt, so, das war genau deren Absicht, nämlich skaten lernst du nicht einfach so, das ist alles ein bisschen komplizierter und man soll irgendwie dieses Erfolgsgefühl haben, wenn man einen kleinen Trick auch nur steht. Und ja, wenn ich auch nur einen kleinen Kickflip gemacht habe, da war das schon ganz cool. Wollen wir mal auf die andere Seite gehen? Ja. So, wir spielen Gears 5 und diesmal auch was Neues, nämlich den neuen Horde-Modus. Was genau daran neu ist, weiß ich nicht, aber das finden wir jetzt raus. Ja, in der Horde-Modus von Gears 5, der war, soweit ich sehen konnte, ganz klassisch. Es kommen halt lauter Gegnerwellen, die wir besiegen müssen und wenn wir die erledigt haben, dann kommt die nächste. Oh, aha, tot. Und was sehr interessant war, war, dass ich jetzt keinen der Söldner gespielt habe, sondern Jack. Das ist so eine kleine Flugdrohne und sie ist hauptsächlich ein Support-Charakter. Man konnte auch angreifen, aber war natürlich nicht so durchschlagskräftig wie ein normaler Söldner. Man konnte Waffen aufheben und sie so zu den Kollegen bringen. Ich übernehme den. Ich habe ihn übernommen. Ich bin das ziemlich geile Roboter. Boah, geil. Der hat Homing-Messer als. Was jetzt hier ganz nett war, dass man halt Geld aufsammeln konnte, um damit entweder sich Perks zu kaufen. Also in der Rolle von Jack konnte ich mir einen Health Boost kaufen oder die Reparaturkosten konnten gesenkt werden oder ich konnte schneller sein. Aber ich kann das Geld, was ich aufsammle, auch in so einen Fabricator stecken, so hieß das Ding, und kann dann kleine Verteidigungs- oder Unterstützungseinrichtungen aufs Feld platzieren. Ich habe zum Beispiel so einen Weapon Locker gekauft. Wenn ich das richtig übersetze, war es ein Waffenschrank. Okay. Ja, das habe ich jetzt gekauft für 5.000 Euro, fürs Team. Aber ja, so kann man entweder sich entscheiden, gebe ich jetzt mein Geld für Perks aus oder spare ich das ein bisschen, um was Dickes zu kaufen. Und das bringt, glaube ich, eine taktische Komponente ins Spiel. Lonely Mountains Downhill, das ist ziemlich lustig. Die Grafik ist ein bisschen reduziert, aber das heißt nicht, dass es keinen Spaß macht. Man fährt halt einen Berg runter, wie man es beim Downhill Mountainbiking macht. Und ich hatte erst ein paar Probleme irgendwie mit der Steuerung. Der lenkt einfach nicht. Auf jeden Fall, man muss erst mal reinkommen und dann macht das ziemlich viel Spaß. Es könnte sowas werden wie Trials, halt nur mit weniger Tricks und weniger physikbasierten, oh, ich muss da irgendwie lang balancieren, sondern eher, wie komme ich schnell den Berg runter? Und was ich da sonst noch gesehen habe, dass es auch auf jeder Strecke Geheimnisse gibt und man sein Bike customizen kann, das sieht alles sehr lustig aus. Also ich glaube, das wird ein lustiger, funny Indie-Titel. Ich find's cool.
Pfeil im Bogen, das ist ziemlich heftig. Es ist aber auch, hier kommen Gegner von überall, es hört nicht mehr auf. Minecraft Dungeons eben gespielt und ich kann nicht mehr sagen, als dass es ein ganz klassischer Dungeon Crawler ist. Es hat mich sehr an Diablo erinnert, wen wundert's. Man hat eine Ausweichrolle, die man mit dem Stick auslöst oder ich glaube, es gibt noch eine Taste dafür. Man hat diverse Special Attacks, also man kann seine Aktionstasten mit Artefakten belegen und das sind dann quasi Zaubersprüche mit Cooldowns. Tja, dann habe ich noch zwei Weapon Slots gehabt und spielerisch war es eben ein ganz klassischer Dungeon Crawler. Von oben schräg drauf gucken, alles wegbämsen, was da ist, ganz viele Gegner sind da gewesen, teilweise auch so viele, dass wir zu dritt keine Chance mehr hatten. Wir können uns aber gegenseitig wiederbeleben, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Und viel mehr habe ich jetzt in diesen 10 Minuten auch nicht rausfinden können, aber es hat sich gut gespielt und sah nett aus. Ich bin tot. Ciao. Ciao. Ja, Achtung, Vorsicht. Oh, da haben wir Battletoads. Aber das Ding ist geil. Wow, es geht ab. Der Speed ist richtig hardcore. So, wir haben eben Battletoads gespielt und erwartungsgemäß war es ziemlich schwer. Wir sind bis zu so einem Speederbike-Level gekommen, was man ja auch aus den Originalspielen kennt. Es gab, glaube ich, sowas wie Checkpoints, dass das Ganze ein bisschen entschärft hat, aber nichtsdestotrotz waren die Hindernisse auf der Fahrbahn so fies platziert, dass da echt nichts zu machen war. Ich muss leider eine generelle Kritik äußern, weil wir haben es zu dritt gespielt und es war unheimlich unübersichtlich. Ich meine, die drei Kröten, die haben halt echt krass ausufernde Animationen und die werden ja manchmal irgendwie bildschirmfüllend groß und wenn die sich dann noch gegenseitig überlagern, dann bist du halt irgendwann nicht mehr da und dann bist du wieder da und du weißt gar nicht, wo du bist. Ich glaube, es wäre besser, sowas alleine zu spielen. Zu dritt fand ich es ein bisschen schwierig. Naja, zum ersten Level muss ich sagen, es war ja halt einfach nur auf die Fresse gekloppe. Da hat mir ein bisschen das Tempo gefehlt, weil man hat Gegner halt mit einer billigen Combo irgendwie auf den Boden geschlagen und dann haben die 100 Jahre gebraucht, um wieder aufzustehen, sodass irgendwie die drei Leute, also wir drei Spieler, haben uns quasi so um einen Gegner versammelt, der am Boden lag und haben gehofft, man steht eigentlich wieder auf und kann ja wieder ein bisschen Schelle kriegen. Das hat ja Tempo aus dem Spiel genommen. Bisschen schade. Aber ich glaube, wenn man es alleine spielt, dann werden all diese Probleme gar nicht mehr so relevant sein und dann könnte es auch ein bisschen, bisschen geiler werden. Ja, das war's. Das war cool. Also, wir sind jetzt bei Nintendo und wir sind schon ziemlich gespannt, weil es gibt ganz schön viele Spiele. Das Line-Up ist ziemlich groß. Mal schauen, was wir jetzt gleich spielen können. Wir hoffen auf Pokémon, wir hoffen auf Zelda. Ja. Luigi's Mansion, die Switch Lite liegt vielleicht auch noch rum und Witcher und Professor Layton. Es gibt einfach viel zu viel. Wir müssen uns entscheiden. Wir haben viel zu wenig Zeit. Wir müssen jetzt auch reingehen. Ja, okay, ciao. Was ist denn erstmal dein Eindruck zu Luigi's Mansion, das mal als erstes gespielt? Ich fand's toll. Also die Steuerung ist komplexer geworden, weil du sehr viel mehr Attacken hast. Macht mir deswegen aber auch mehr Spaß, weil es einfach wahrscheinlich auch viel mehr Rätselelemente dann bieten wird oder einfach komplexer wird. Wir haben neue Spielelemente, die dazukommen. Ja. Einmal Guigi, neue Attacken von Luigi. Ja. Was kommt noch Neues dazu? Ich hoffe, man hat wieder ganz viele niedliche und schöne, charmante Endbosse. Da haben wir jetzt gerade, da sind wir jetzt gerade. Wir haben einen Boss gesehen. Ah, wir haben was gesehen, ihr nicht, was ihr noch nicht gesehen habt. Das sah ganz nett aus. Dann haben wir Zelda schnell angespielt, Link's Awakening. Sieht halt einfach echt schön aus. Ja, also man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, als der erste Trailer rauskam. Aber wenn man das hier so live vor sich sieht, das sieht einfach echt schick aus. Ja. Diese kleine Landschaft am Rand ist immer noch ein bisschen unscharf. Es sieht einfach super knuffig aus und es spielt sich so geil oldschoolig. Ich kann da nichts Schlechtes zu sagen. Also es hat einen super Eindruck gemacht. Ich finde es gut, dass sie es komplett nochmal neu remaken. Freue mich drauf. Ja, und das mit dem schönen Grafiktwist. Wir sind gespannt. Dann haben wir schnell den Switcher, wollte ich gerade schon sagen. Den Switcher? Okay. Den Switcher gespielt und haben uns mal schnell angeschaut, ob der Witcher wieder so auf der Switch aussieht. Was sagst du, Markus? Ja, also ich habe das Gefühl, dass das genau für solche Leute gemacht wurde wie ich. Ist halt so ein Riesending. Es geht unglaublich lang. Und da habe ich mich lang nicht rangetraut, weil das ein Investment ist. Aber jetzt habe ich die Option, das unterwegs zu spielen. Und ich spiele tatsächlich viel Switch unterwegs.
Da habe ich tatsächlich wieder richtig viel Bock drauf. Und ja, es ist die Switch. Wir wissen, was die Switch kann und was sie nicht kann. Es ist abgespeckt. Ja. Es läuft flüssig, soweit wir das gesehen haben. Ja. Es waren jetzt nicht super viele Gegner auf dem Bildschirm. Aber was Details angeht, Gräser zum Beispiel, Hintergründe, das war schon alles sehr verschwommen. Also man hat da nochmal so einen extra Filter drüber gehauen. Teilweise war es schon sehr verpixelt. Es sind Sachen noch ins Bild reingeploppt. Aber ich habe mich auf nichts anderes eingestellt. Also ich habe genau das erwartet und ich kann damit leben. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass das auf der Switch jetzt für mich in der Situation die beste Option ist. Und ich glaube, es geht vielen so. Ich bin froh, dass es kommt. Ich liebe dich, Bruder. Und jetzt haben wir natürlich am Schluss noch, ich glaube, auch so ein bisschen unser beider Highlight gesehen, Pokémon Schild und Schwert. Aber wir haben nichts Neues gesehen. Nee. Es war die E3-Demo. Genau. Es war eigentlich nur unser Vorteil, dass wir es jetzt selber mal schnell anspielen durften. Aber es war gut. Wir haben die erste Arena gesehen. Die funktioniert wieder ähnlich wie in vergangenen Pokémon-Teilen. Das sind zuerst die Rätselelemente und die ersten Gegner hast und dann am Schluss in die Arena kommst. Und da jetzt auch mit ganz vielen kleinen Pixel-Zuschauern. Und Pixel-Pokémon im Publikum. Und Pixel-Pokémon im Publikum. Das finde ich gut. Das sieht jetzt aus wie ein Arena-Kampf. Du kommst in die Arena und du hast Publikum, die jubeln. Es gibt eine Cutscene, wo sich beide gegenüberstehen und ja, komm, der Bessere gewinnt. Die Modelle der Pokémon, die sehen ganz gut aus, aber es wurde ja gesagt, zum ersten Mal kannst du nicht alle Pokémon fangen. Und die Begründung war, ja, damit es besser aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall die Leistung, um alles ein bisschen schicker zu machen. Und wenn man da schon die aus den alten Spielen nimmt, also das finde ich ein bisschen schade. Okay, aber Dynamaxing haben wir gesehen. Also aus strategischer Sicht finde ich das Feature super. Also das ist eine Kombination aus Mega-Entwicklung, Pokémon werden stärker, kriegen andere Statuswerte. Designtechnisch immer noch meh, aber strategisch bin ich da absolut überzeugt von. Wir mögen mehr Taktikoptionen. Also wir hätten jetzt natürlich gerne, es kam vor ein paar Tagen ein neuer Trailer raus. Wir haben jetzt Galar-Form, ich hätte gern mehr davon gesehen. Was war noch im Trailer? Wir haben das böse Team haben wir mittlerweile gesehen, Team Yell, aber wir leider heute nicht. Also Nintendo hat wirklich ein starkes Line-Up, was alles noch dieses Jahr auf uns zukommt. Ja, in den nächsten 3 Monaten. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist bis Oktober. Am 31. Oktober kommt Luigi's Mansion nochmal zu Halloween raus. Und vorher haben wir schon Pokémon und Zelda. Da haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Das ist jede Menge. Aber unsere Kollegen haben auch noch jede Menge zu spielen. Mal gucken, was die machen. Moin, wir befinden uns bei Google Stadia. Ihr wisst, was das ist. Der neue Gaming-Super-Streaming-Dienst von Google, der den Videospielkonsolenmarkt rasieren möchte. Und wir werden heute feststellen, haben die was drauf? Haben die wirklich so viel Power, wie sie behaupten? Wie ist die Latenz? Wie ist die Bildqualität? Der ultimative Test jetzt. Schnitt. Ja, das war der Handytest. Da zeigt im Grunde Stadia, dass es Eier hat, denn es sieht einfach unverändert geil aus, läuft latenzfrei und man sieht auch nichts von der Videokompression, wie man das im Fachjargon sagt. That's Google Stadia. Stadia. Ja, was bleibt noch zu sagen? Knallt rein, ist Doom, wie man es kennt und liebt, mit ein wenig Videokompression. Wer das nicht mag, der ist hier vielleicht nicht richtig bedient. Alle anderen greifen zu. Ja, liegt super in der Hand. Tolles Gewicht. Die Sticks sind vertrauenswürdig und akkurat. Die Knöpfe funktionieren alle. Und erst diese Farben. Weiß, schwarz und Wasabi. Dann drückt man hierüber immer so drauf und muss feststellen, das finde ich ganz gut. Bevor ihr jetzt denkt, dass wir Werbung für Google Stadia machen, ist natürlich nicht so. Ich habe ein paar Kritikpunkte und das ist in erster Linie die Preispolitik, weil ich dachte am Anfang, Stadia ist quasi Spotify für Spiele. Ich zahle einen 10er oder meinetwegen auch 20 oder 30 Euro im Monat und krieg dafür fucking nochmal alle Spiele, die so rauskommen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Man zahlt halt bei Google Stadia Pro einen 10er im Monat und zahlt dann trotzdem noch den normalen Retailpreis für Spiele. Und kriegt dafür ja auch nicht mal die maximale Bildqualität. In Zeiten von 4K und großer Bildschärfe ist diese leichte Videokompression, die man durchaus sieht, ja doch störend. Kleiner, aber heftiger Kritikpunkt von meiner Seite. Wir machen einen Rundgang für Game 2, jetzt. Seid ihr für nichts zu schade. Peinlich, heute, ohne uns, denn Krug ist am Start. Nasti kommt auch mit, komm. Ja, ich bin's. Hey, Micha. Ich bin doch dein Micha-Bro. Ey, ich bin's. Wir haben das Gothic 2 Let's Play gemacht.
Ja, natürlich. Du bist es doch. Nein, du redest ganz anders. Du sagst so, ja geil, hab ich Bock drauf. Sagst du doch immer. Ja, ich hab immer Bock drauf. Ja, aber wir sind bis Samstag da. Also der Mann hat eben gesagt, dass er Moderationscoachings gibt. Und ich will für euch immer das bestmögliche Erlebnis abliefern bei den News. Einfach auf die Bühne und jetzt crashen, oder was? Hi, hi. Was kann ich für euch tun? Wir brauchen Hilfe von dir. Du hast gerade gesagt, dass du Moderationscoachings machst. Ne? Mach ich das? Ja. Und ich brauche Tipps von dir. Was ist so wichtig für eine Haltung und so? Wie gehe ich mit den Leuten um? Du hast hier die Meute vor dir. So, wie machst du das? Das ist meine Routine, okay? Wie machst du das? Ich will das auch können. Wie machst du das? Ey Leute, seid ihr auf meiner Seite? Du hast keine Maus, Peps. Einer. Ich mach's mal ohne Mikrofon. Seid ihr auf meiner Seite? Okay, pass auf, ich hab ein bisschen einen Plan B. Lass mich komm mal hoch. Jetzt sind sie da! Jetzt sind die Menschen um uns herum! Egal wo ihr hingehen wollt, jetzt wird's geil! Ja! Was passiert jetzt? Ich hab nichts mitbekommen. Nasti, du hast ja immer gesagt, dass du auf PS stehst. Oh ja, ich mag große schnell. Teile. Aber ich weiß nicht, wie man die Bremse tritt. Die stelle ich grundsätzlich nicht. Der Bremse verliert. Ja. Komm, wir probieren es raus. Komm mal mit das. Ich komm mal mit. Achso, war es nicht cool? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich hab gerade den Stopp-Button gedrückt, aber es war der Notaus. Es war der Notaus. Aber es war echt geil. So lass ich mir Autorennen-Spiele noch gefallen. War's, oder? Richtig geil. Oh Mann. Bei Nasti würde ich auch gerne mitfahren. Ja, der von euch würde auch gerne bei Nasti mitfahren. Lasst einen Kommentar da bitte. Kannst du kotzen? Ja, ich kann kotzen, ja. Ja? Ja. Aber okay, auch nur, wenn okay. ich so viel getrunken habe. Okay, ja, dann kotzen. Ja, komm, nur. Deine Chance! Jetzt sag ich's. Ja, deine Chance. Mach deine, tu es. Die Deals müssen laufen, das Volumen muss gedroppt werden. Deal. Abgemacht. Wow. Notruf 112. Unabhängig berichtet mit mir im Spiel. Das wird. Was wäre so eine Gamescom ohne Livestreaming, oder? Ja, das ist. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass hier Menschen livestreamen und ich finde, das würde doch den Stream bereichern, wenn wir beide den Stream crashen, oder? Ja, damit die wissen, was Game Tour ist. Komm, wir gehen mal rein. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. G-A-M-E-T-W-O, die allerbeste Game-Show. G-A-M-E-T-W-O, die allerbeste Gaming-Show. Yeah, we're out now, yeah? Have a great Gamescom. Mid-Price-Tipping, ne? Aber Trank, du hast doch gesagt, das wäre super geil. Das hab ich nicht gesagt. Hast du doch in dem Beitrag gesagt. Ja, da kommen wir jetzt aus unserem Kontra-Termin, haben gerade eine ordentliche Baller-Session gehabt. Mit vier Leuten haben wir im Kabuff gehockt und mal Hand anlegen dürfen an das neue Werk. Ja, da war ja noch ein bisschen anders, ne? Genau, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist kein Kontra-Spiel, würde ich jetzt sagen, auch wenn es draufsteht. Es ist was eigentlich komplett anderes. Die Perspektive ist anders, die Figuren sind komplett anders.
Und ob das jetzt trotzdem cool ist, kann man auch in Frage stellen. Ich finde es aus Gründen der Hässlichkeit und Geschmacklosigkeit irgendwie ganz cool. Ich finde, das ist so ein bisschen wie ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Brand, das ist aber... Das ist ja pottenhässlich. Nee, ich glaube, wir können schon so weit gehen und sagen, das Spiel ist echt hässlich. Ja. Das erfordert also weder technischen aktuellen Standard, kann man nicht sagen. Und vom Artstyle her ist es auch sehr speziell. So eine Mischung aus drüber, aber trotzdem auch hässlich. Und so fühlt sich das Spiel aber eben auch an, weil du schon sagst, es ist echt einfach überhaupt gar kein Contra mehr. Contra war halt immer mit wenigen Waffen, aber mit einer perfekten Steuerung und mit einem geilen Level-Design und im Idealfall mit einem Koop-Partner, der genauso geskillt ist wie du, da richtig wie die Könige der Welt durchbersten. Genau. Und jetzt haben sie ganz viel einfach geändert. Das ist jetzt eher ein wildes Geballer. Die Waffen können überhitzen, man kann es zu viert spielen und vor allem kannst du eben alles augmentieren und verbessern. Jetzt kann ich irgendwie in den Zwischenmissionen mein Geld ausgeben und mit Transplante... Sagt man doch Transplante, ne? Transplante heißen das, ja. Ich kann mir Transplante machen, um meine Figur irgendwie mit Ballerboni oder irgendwelchen Operationen zu verbinden. Hier, ich gehe erstmal zu Captain Alien. Also sie haben es mächtig aufgebohrt, so das Grundkonzept. Aber ich muss leider sagen, es ist nicht mehr so mein Contra. Hallo Wolfgang. Hallo. Wolfgang hier, auch ein guter Freund von uns, der PR-Manager hier von Konami. Ja, dir über die Schulter guckt. Muss ich auch nichts Falsches sagen. Dann sag doch auch mal was. Was soll ich denn sagen? Ich guck, wie du hier Transplante machst. Aber ich will es auch nicht zu früh abschreiben. Vielleicht ist es ja sowas, wo man sagt, man kann diese erste Enttäuschung überwinden, man lässt sich drauf ein. Dann ist das plötzlich ein richtig fantastischer Shooter mit toll viel Finesse, der vielleicht nicht schön ist, aber zumindest spaßig. Ja, genau, so. Es ist aber auch... Das war's. Ja, ich würde sagen, tschüss, das war's für heute. Macht Kamera aus, so. Wie es so oft ist, wenn ihr meine Nase in dieser Kamera seht, hat es irgendwas mit Indie-Spielen zu tun, wenn ich auf einer Messe bin, natürlich. Und wir fangen heute mit Good Shepherd an. Ich hab Bock und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein. Jetzt. Kamera mal auf dem Stativ, aber ist egal. Dafür kann man sich schon mal in Bewegung setzen. Denn in einem ganz und gar goldenen Raum wurde uns artgerecht John Wick Hex präsentiert. Und das von niemand Geringerem als Lead-Developer Mike Bethel höchst selbst. Und mit dem musste ich erstmal eine wichtige Sache klären. I saw a video of you. You were trained in Kung Fu, in the fighting style of the movies. So actually, I'm a little bit afraid of you. If I say anything negative, you will just tick and I will be dead. Well, first of all, don't say anything negative, definitely. Okay, fine. But, yes, I could, you know, destroy you. Nice. Awesome, dude. Gut, dass Gewaltanwendung gar nicht nötig war. John Wick Hex hat nämlich einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Als ich die ersten Bilder von John Wick Hex gesehen habe, war ich noch so ein bisschen am Zweifeln, ob das so der richtige Weg ist, den diese Marke einschlagen sollte. Und erst als ich dann gehört habe, dass Mike Bethel an diesem Spiel arbeitet, wurde ich auch neugierig, weil der Typ hat halt mit Thomas Was Alone und auch mit Volume echt schöne Spiele gemacht. Und ich muss sagen, das, was ich bis jetzt spielen konnte, war alles echt cool. Also es ist ein Strategiespiel, das aber so ein bisschen auf Schnelligkeit und auch so ein bisschen auf Action setzt, weil du halt wirklich mehr reagierst, als dass du im Vorfeld wirklich was planen kannst. Und das macht es halt irgendwie so ein bisschen zackig, was aber natürlich schwer ist, gerade so diese ganzen Animationsabläufe und die Action, die halt in einem John Wick-Film so vorhanden sind, das kam da jetzt noch nicht so rüber, weil das natürlich alles aus einer isometrischen Perspektive im ersten Moment auch nicht so spektakulär ist. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck ist sehr gut. Ich hab Bock und hab mich sehr gefreut, hier mit Mike Bethel ein bisschen rumzuhängen und John Wick zu spielen und das in so einem wunderschönen goldenen Raum bei Whisky-Gläsern, die wir leider noch nicht nutzen durften. War schön. So, jetzt haben wir Indie-Spiel Nummer 2 von Good Shepherd, und zwar The Last Cylinder. Jetzt habe ich hier Edmundo von Ace Team, also den Entwicklern hier. So, Edmundo, at first, what kind of drugs do you take to make such a game? We get that a lot, but no, it's not the drugs. Okay. Or I know that it's not. A little bit of drugs. The Eternal Cylinder, das ist ein Spiel, ist schon sehr, sehr einzigartig. Es hat so ein Open-World-Survival-Erkundungsding. Das hat Spaß gemacht. So now you can start learning some of the basics in the game. You can start eating some ingredients. And here's one of the central aspects of the game. What you eat is what you are. So okay. If you just... So basically it's Kirby. Spielerisch muss man gucken, wie lange das hält, aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass egal, was ich gemacht habe und auch wenn ich von den Entwicklern irgendwie angeleitet wurde, wurde ich immer wieder von irgendwas abgelenkt. Irgendwie ist man immer neugierig und will wissen, okay, was steckt dahinter und was passiert da. Here they're going to introduce you to one of the main mechanics of the game. What is this? As you reach... I'm so sorry, but I will totally get distracted by everything. I want to eat you. And follow a creature you saw. I will take him with me. He's my friend now. Just make sure that doesn't catch you because he's pretty aggressive. I will hide.
He does not see me. It's a stealth game, right? There is a little bit of stealth, like there are bushes you can hide in. I just assumed it was a joke. No. But no, you no, can no, actually no, stealth, no, all right. No, I will just be very silent now. He's going away, you see? We scared him off. All right, yeah, of course I scared him off. By this menacing creature that I am. Bis jetzt, der erste Eindruck, sehr gut. Gucken wir mal. Dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, wird aber ganz interessant. Tschüss, ich denke weiter über dieses Spiel jetzt nach. Von heißem, unbekannten Indie-Shit zu zwei Spielen, die, ja, man könnte sie wahrscheinlich Stammgäste auf dieser Messe nennen. Und zwar ist das FIFA und Pro Evolution Soccer, das jetzt einen neuen Namen hat. Und zwar eFootball PES 2020. Was sagen Sie dazu? Ein Skandal, denn da ist jetzt zweimal Fußball im Namen. Ich finde, das ist sehr verwirrend. Soccer und Football, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Um das herauszufinden, waren wir ja da. Checken wir erstmal die harten Fakten. Überarbeitete Torhüter-KI, schönere Stadien, schönere Spieler. Die Standard-Checkliste ist auf beiden Seiten natürlich abgehakt. Was zählt, liegt aber bekanntlich nicht auf dem Screenshot, sondern auf dem Platz. Testen wir also im direkten Duell, was es so getan hat. Den Anfang macht Pro Evo. Wen nimmst du? Ich glaube, ich bin ein bisschen schwächer als du. Also lass mir doch mal Bayern. Ich bin aber Dortmund-Fan, ich kann nicht mit Schalke spielen. Das ja, aber mit Bayern, oder wie? Ja. Ja, klar. Auch wenn ich mir die sonst recht flinken Bayern ergattert habe, stellte sich ziemlich schnell heraus, PES 2020 ist langsamer als seine Vorgänger, hat aber einige neue Features. Zum Beispiel das gezieltere Dribbeln mit dem rechten Stick. Dafür braucht man aber schon ein bisschen Übung. Was dafür direkt von der Hand geht, sind die neuen taktischen Fouls. Damit sollte man aber vorsichtig umgehen. Oh. Alter, das war kein Absicht. Schiri! Ja, was ist passiert? Ansonsten hat sich, zumindest von dem, was wir ausprobieren konnten, wenig getan. Neue Spielmodi wie Matchday oder die volllizenzierte Europameisterschaft 2020 waren entweder nicht verfügbar oder werden im Falle der Europameisterschaft als kostenfreier DLC nachgeliefert, wenn es dann soweit ist. Spaß gemacht hat's trotzdem. Mir zumindest. Boom! Da ist das Ding. Wer war's? Thiago. Natürlich Thiago. Wer auch sonst außer Thiago? Ich trau mich nicht mehr, dich zu faulen jetzt. Der Finger zuckt immer über der Kreistaste. Hasste aber nicht. Deswegen endete das Match 1:0 für mich. Ich glaube, du brauchst eine Revanche. Revanche, aber diesmal anderes Spiel. Okay, dann gehen wir zu FIFA. Weil der neue Volta-Modus die größte Neuerung ist, haben wir das Rematch natürlich da ausgetragen. Und dass der nicht nur eine nette Dreingabe ist, sieht man schon daran, dass die Volta-Story die Geschichte um den bisherigen Protagonisten Alex Hunter ersetzt. Gespielt wird auf kleineren Feldern, in einer Halle oder auf einem Dach. Hauptsache underground und stylisch, so wie man das noch von FIFA Street kennt. Was machen wir denn? 3 gegen 3 ohne Torwart, 4 gegen 4, 4 gegen 4 ohne Torwart, 5 gegen 5 oder Futsal? Also Futsal kenne ich. Lass mal 3 gegen 3 ohne Torwart machen. Okay. Alter! Ja, die spielen aber auch ganz anders. Ganz andere Pässe setzen hier ein. Ja, ach Mann, so ein leeres Tor kannst du auch ruhig mal reinschießen. Ey, ist das erbärmlich, was hier passiert? Ja, mit Ruhm haben wir uns da wirklich nicht bekleckert. Der Volta-Modus spielt sich nämlich ganz schön anders. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil man eine ordentliche Portion Abwechslung spendiert bekommt. Auch wenn das zu Beginn so ein Trauerspiel werden kann, wie bei uns. Ich treff sonst nicht. Ich muss ins Tor reinlaufen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle besser mal. Ich habe das Volta-Match mit 6:5 gewonnen, bin also offiziell der geilste Fußballer der Welt und fasse mal abschließend zusammen. Also es ist die alte Rollenverteilung. PES hat, finde ich, immer noch ein bisschen die geilere Ballphysik. Da gibt es einfach mehr Abpraller, wo der Ball dann ganz unkontrolliert irgendwo hinspringt und dadurch entsteht eine neue Situation und es fühlt sich dann ein bisschen überraschender an. FIFA hat da eher ein bisschen vorhersehbarer, ein bisschen berechenbarer, aber deswegen gar nicht unbedingt schlechter. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, dann würde ich trotzdem, glaube ich, zu FIFA tendieren, weil die da einfach in Sachen Modi ein bisschen mehr Gas geben. Das, was früher FIFA Street war, ja, das packen sie jetzt einfach mal in einen komplett eigenen Modus in das Spiel noch mal rein. Deswegen würde ich sagen, ich tendiere zu FIFA, auch wenn PES ein sehr gutes Spiel ist. Ja, na gut. Wollen wir ein bisschen Autofahren gehen jetzt eigentlich? Ja. Ein bisschen Need for Speed spielen? Ja. Wir sind jetzt hier nebenan, ein bisschen Need for Speed Heat? Ein bisschen Rennfahren? Ja gut, komm. Ja, okay. Wir fahren da mal rüber. Ja. Wir sitzen schon im Auto übrigens. Ja, ich darf nur hinten mitfahren? Nee, du sitzt hinten, ich fahr jetzt. Ja, okay, dann fahr. Need for Speed Heat. Wir haben es nicht gespielt.
Aber wir saßen daneben, während es gespielt wurde. Und wir haben eigentlich gut was gesehen. Also ich dachte, wir kriegen weniger zu sehen. Aber da habe ich jetzt wirklich wieder Bock drauf. Habe ich im Vorfeld gar nicht mit gerechnet. Also was mich direkt so ein bisschen heiß gemacht hat aufs Spiel, ist, dass sie diese Speedkarten rausgenommen haben, die mir jetzt ja super genervt haben, wo man random Tuning-Teile gekriegt hat. Ja. Das ist alles weg, das ist schon mal ein Segen für das Spiel. Ja. Es soll auch keine Rootboxen im klassischen Sinne geben, da wird es bestimmt irgendwas zu kaufen geben. Ja, also Ingame-Käufe definitiv, aber keine zufälligen haben sie zumindest gesagt. Ja, genau, das ist schon mal viel wert. Und ansonsten, also wir haben erstmal ein bisschen was von der Story gesehen, man kann es ja mal einordnen, es geht aus dem staubigen Las Vegas jetzt ein bisschen ins sonnigere Miami, wo ihr als Fahrer, den ihr euch frei customizen könnt, wie ihr wollt, gegen die Cops antretet. Es sah auch cool aus, finde ich. Also es sah wirklich, wirklich gut aus. Es lief jetzt, glaube ich, nicht so richtig in 60 Frames. Das kann aber auch an der Version liegen. Die ist ja noch nicht fertig. Da wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen. Wir haben viel Regen gesehen. Es ist Miami. Sie haben da viel Wert auf Realismus gelegt. Sie haben gesagt, sie sind vor Ort gewesen und haben geguckt, wie es da so abläuft. Also wir haben tropische Stürme und plötzlich ist es dann wieder sonnig. Und dann bilden sich so ganz kleine Pfützen und das reflektiert alles. Und wenn das dann noch bei Nacht passiert, ja, das sieht schon cool aus. Also grafisch hat es mich schon doch sehr angesprochen. Auch mal, um es spielerisch einzuordnen. Im Endeffekt unterteilt sich das Spiel auch so ein bisschen in zwei Arten von Rennen. Das sind einmal ganz normale, legale Straßenrennen, die am Tag stattfinden und illegale Straßenrennen, die bei Nacht stattfinden. Und je nachdem, was man so spielen möchte, sind die Rennen auch unterschiedlich. Weil am Tag ist es schwieriger, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen, die einen dann jagt, was richtig krass werden kann. Also der Kollege, der es uns da präsentiert hat, der hat es nicht geschafft, von den Cops abzuhauen, weil irgendwann Helikopter, Panzer, Trucks, die ihn weggerammt haben, alles Mögliche. Dafür geben die Nachtrennen, wo man eben schneller die Cops auf sich aufmerksam macht, auch mehr Erfahrungspunkte, die man wiederum dann in seine Karre stecken kann und so weiter und so fort. Und je riskanter man das macht, also nach so einem Rennen, da gibt es ein paar Cops, man kann dann relativ safe irgendwie flüchten, dann kriegst du ein paar Punkte, aber wenn du es dann noch übertreibst und noch mehr Cops irgendwie auf dich hetzt und das richtig schön in die Länge ziehst, dann kannst du da viel, viel mehr rausholen, also es lohnt sich richtig, aber es ist auch mega riskant. Was kann man noch sagen? Das Spiel findet grundsätzlich im besten Fall online statt, bis auf ein paar Story-Missionen. Sollen auf jeden Fall alle Rennen auch online gegen echte andere Mitspieler bestreitbar sein. Und es klingt erstmal nach einem Spiel, was Bock machen könnte. Absolut. Also wir müssen natürlich abwarten. Das ist immer noch EA, Mikrotransaktionen. Das ist so eine Sache, das hat das letzte Spiel ganz schön ruiniert. Sie wollen, dass die Spieler alles zu jeder Zeit machen können, sich alles kaufen können. Es gibt auch ein Level-System wieder. Also wenn die Missionen zu schwer sind, dann sind sie halt zu schwer. Dann musst du das Auto upgraden. Was sie noch gesagt haben, Rubberbanding, da hatten sie keinen Bock mehr drauf. Sie meinten, das ging zu vielen Spielern auf den Sack, das haben sie rausgenommen. Also wenn das alles stimmt, was sie sagen, kann das echt wieder mal ein sehr vernünftiges Need for Speed werden. Na, musst du jetzt nicht langsam mal zu Avengers? Ja, aber Matthias hat da einen Platz in der Schlange. Also es reicht, ich gehe jetzt langsam los. Das mach mal. Jo, später. Ja, das scheint hier noch eine Weile zu dauern. Aber dann machen wir einfach nächste Woche weiter. Da gibt es dann die zweite Folge mit dem Rest, was noch so auf der Gamescom zu sehen gibt. Bis dahin, tschüss. Achso, und in der Wartezeit, ich meine, ist ja eine Woche Zeit, da kann man ja vielleicht mal kurz auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es weitergeht nächste Woche, oder die Glocke drücken, Kommentar lassen oder hier sind auch ein paar Videos, die kann man sich in der Zeit auch anschauen. Aber ansonsten, bis nächste Woche, ich stehe hier noch ein bisschen.